Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir sehen richtig geil aus. Wir sehen echt geil aus. So blau. Oh. Ich fahr sofort wieder zurück. Ich fahr. Oh nein, ich wollte doch gar nicht. Ja, Mission eh gescheitert. Das war mir klar. Scheiße. Ah, die sind mir immer noch auf den Fersen. Ah, jetzt können wir zurückfahren. Ich habe nicht gesehen, dass das so ein rotes Gebiet ist. Ich bin da einfach reingegangen, ohne auf die Karte zu gucken. Da muss ich irgendwie rein. Warte mal. Ich muss da rein, dafür muss ich da so ein Ding hacken. Okay, versuchen wir es mal.
Warnung, ich bin in einem Sperrgebiet, ich weiß. Das ist so ein Zahnarzt. Und das Teil kommt natürlich jetzt genau hier hin, oder? Bitte Bänder, danke. Jetzt kommt der natürlich. Schnell rein da. Der ist genau hier und ich muss den hacken, ey. So. Jetzt muss ich da auch irgendwie rein. Ich bin drinne. Scheiße. Bitte, bitte. Oh Gott, nein. Oh, fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Ich lösche einen nacheinander aus. Okay, dann geh ruhig, geh. Ist kein Problem für mich. Oh, also guck bitte nicht jetzt hier hin. Boah, drei Stück auf einen Haufen, ey. Ja, komm her. Ah, nein. Wo geht das hin?
Schließe Netzwerkbrücke ab. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn hier eine Netzwerkbrücke? Was soll das Teil denn sein? Ach, da oben, now, echt jetzt? Hier kommt da gleich so ein Teil lang gerundelt, oder? Okay. Ah, jetzt muss ich da hinten auch noch rum. Komm, beweg dein Popo. Ey, da war ein Pisser, ey, verpiss dich. Oh, das ist außenrum. Das ist komplett außenrum. Wie soll ich das denn? Wie gut ist die Reichweite? Das habe ich schon mal umgeleitet. Muss ich komplett außenrum fahren. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch etwas Schnelleres. Möchte ich gar nicht. Ach. Von hier aus komme ich gar nicht ran, ne? Nee, ich hätte die Dingens nehmen sollen. Dann muss ich nach oben gefahren werden. Wenn wir so einen Kopter hätten, wäre das wesentlich schneller. Toll. Ich muss das machen. Ich muss das machen.
gehen wir mal runter. Fährt er wieder? Er fährt wieder. Und nach oben. Dann hier runter und absenken. Vielleicht wäre es jetzt auch anders gegangen. Ich mache es jetzt auf diesem Wege. Okay, jetzt kriegt er noch keinen. Jetzt aber. Na, ich bin drinne. Nein. Mein Gott. Gehackt. So, ich muss jetzt hier bleiben. Ich muss aber hier in der Nähe bleiben, aber die sind schön da unten. Sucht mal schön ab. Sucht mal schön alles ab.
Na, das ist ganz schön tief. Schön sieht das aus mit der Brücke, ne? Gefällt mir. Vor allem, wie sich das widerspricht. Da steht fliehen und dann soll ich wiederum, muss ich hier stehen bleiben, damit ich das weiter runterladen kann. Okay, hier fahren die Bullen gerade rum. Ich muss das Gebiet verlassen, was ein bisschen schwierig ist mit den Bullen. Na, das könnte knapp werden. Nächste. Und das wäre mit Ranch-Turfen. Oh, ich glaube, ich werde gleich. Ist ja nicht weit entfernt. Oh, ich habe mal keine Ampel mitgenommen. Wie geil. So, ich bin aber auch schön aufgemotzt. Oh Gott, wie sieht denn der Roboter aus? Wieso muss ich fahren? Also Befehle. Ach komm, Marcus. Wir sind auch in der Hellsicht. Echt? Warum?
Stimmt, der Crocodile Hunter früher, den habe ich so gerne geguckt. Der ist mit den Stachelrochen schwimmen gegangen oder wollte halt sich die angucken. Und dieser Stachel, also das Gift, was die haben, ist ja tödlich. Oder nicht sofort tödlich, auf jeden Fall. Das Problem war aber, dass der Rochen ihn damals mit seinem Stachel direkt ins Herz getroffen hatte. Und deswegen war er auf der Stelle tot. Weil ich glaube, man kann die Leute sonst noch von dem Gift retten. War echt eine scheißtraurige Sache. Ich habe den als Kind immer so gerne gesehen. Pff. Na klar, dass du da bleibst. Nehmen wir direkt die Kamera und gucken uns mal erstmal ein bisschen um. Okay, da ist eine Kamera. Wo muss ich? Ich muss dahin. Türen geschlossen, Netzwerk. Ich komme da aber auch absolut nicht hin, um das kurz zu schließen, ne? Ne. Das ist ja jetzt, ach, schon wieder blöd. Gut, Leute, ich muss aber eh Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.